Hier, meine sehr verehrten Herren, stehen wir vor dem Haus, in dem Friedrich Wilhelm Raiffeisen am 30. März 1818 geboren wurde. Und nachdem Sie schon von so weit hierher angereist sind, um das Geburtshaus, die Wirkungsstätte Raiffeisens, zu besuchen, kann ich doch eigentlich auch mit Sicherheit annehmen, dass die Idee, das Werk Raiffeisens sich auch nach Japan, wie im Übrigen rund um die Welt, durchgesprochen hat. Wir stehen, wie gesagt, vor dem Haus, in dem er geboren wurde, in dem er mit seinen 8 Geschwistern aufgewachsen ist. Es ist im Laufe der Zeit natürlich des Öfteren restauriert worden. Tja, und damit lade ich Sie ein, mit mir reinzukommen und uns drinnen ein wenig umzuschauen. Bitte sehr. Auch sein Geburtsort, Hamm an der Sieg, war zu Lebzeiten des jungen Raiffeisen sicher nicht so herausgeputzt wie heute. Hamm liegt im Westerwald, der sich zwischen Rhein, Sieg und Lahn ausdehnt. Seine oft besungene Schönheit lässt gerne die Kargheit des Bodens vergessen. Diese Armut der Erde hat vielleicht auch den Charakter der Westerwälder geprägt. Sie sind bescheiden, zuverlässig und gastfreundlich. Zu Lebzeiten von Raiffeisen, der im gleichen Jahr wie Karl Marx geboren wurde, war der Westerwald ein Notstandsgebiet. So manche Bewohner mussten als Wanderarbeiter und Hausierer Arbeit suchen. Viele wanderten nach Nordamerika aus. Raiffeisen wird inmitten dieser hoffnungslosen Menschen seine Aufgaben finden. Hamm und Weierbusch, Flammersfeld und Hettesdorf sind mit Neuwied Meilensteine seines Wirkens. Das Leben hat Raiffeisen ohnehin nichts geschenkt. Schon seine Kinderzeit war getrübt. Seine Mutter stand alleine mit der Erziehung ihrer 9 Kinder, denn der Vater, der Bürgermeister war, musste von Krankheit befallen bald in eine Anstalt. Da sie sehr fromm war, war die Mutter froh, dass der Ortspfarrer Seipel sich besonders um den begabten Wilhelm kümmerte. Man kann das Lebenswerk von Raiffeisen nicht begreifen, wenn man sich nicht ständig vor Augen hält, dass seine christliche Lebensauffassung letztlich immer der entscheidende Antrieb für sein Handeln gewesen ist. Pfarrer Seipel gab in seiner Wohnung dem Jungen nicht nur Religionsunterricht, er unterwies ihn auch in Sprachen, Geschichte und Mathematik. Im Jahre 1835 kam er nach Köln. Der Bruder seiner Mutter verschaffte dem 17-jährigen Wilhelm den Eintritt als Freiwilliger in die 7. Artilleriebrigade. Der Rekrut wurde ein so guter Soldat, dass er nach 3 Jahren zum Unteroffizier befördert und zur Inspektionsschule nach Koblenz kommandiert wurde. Auf dem Stundenplan sind unter anderem verzeichnet Arithmetik, Trigonometrie, Naturkunde, Befestigungslehre, militärisches Zeichnen. Die Preußen legten großen Wert darauf, dass den Schülern der Geist und die Grundsätze der Erneuerer Preußens eingeprägt werden. Eine dieser Prinzipien war, dass man besser der Allgemeinheit dienen kann, wenn man sich unterordnet unter ein größeres Ganzes. Dieser sittlichen Ansicht bleibt Raiffeisen sein ganzes Leben treu. In seiner Koblenzer Zeit schloss sich Raiffeisen durch Vermittlung seiner Jugendfreunde dem Studentenverband Euterpia an. Dort pflegten Gymnasiasten Gesang, Musik und Literatur. Und hier lernte er auch seine spätere Frau, Emilie Storck, kennen. Ein schwerer Schicksalsschlag bricht diese heitere Zeit ab. Ein immer schlimmer werdendes Augenleiden beendet seine angestrebte Offizierslaufbahn. Nun tritt er eine Stelle im zivilen Beamtendienst an. Zu voller Zufriedenheit seiner Vorgesetzten schließt er in Koblenz eine Grundausbildung in der administrativen Tätigkeit ab. So kommt er für kurze Zeit als Kreissekretär nach Mayen in der Eifel.
Mit Anbruch des Winters bekommt er seine Berufung als Bürgermeister der Gesamtgemeinde Weierbusch im nördlichen Westerwald mit einem Verwaltungsbezirk von 22 Ortschaften. Der 27-jährige Raiffeisen ist froh, als er im Januar 1845 in seine ihm vertraute Heimat kommt. Er fühlt sich voller Tatendrang. Von seiner Mutter und Pfarrer Seipel hat er seine religiöse Lebenseinstellung bekommen, von der preußischen Verwaltung sein praktisches Können, von seinen Euterpia-Freunden seine Aufgeschlossenheit zur Natur, Kunst und Musik. Er ist ein Humanist, der mit seinen 27 Jahren den Menschen, für die er jetzt Verantwortung tragen muss, etwas geben will. Bei seinem Aufenthalt am Rhein hat er gehört, dass der Westerwald immer wieder als Land der armen Leute bezeichnet wird. Er weiß, dass hier Klima und Boden kaum den Anbau von Hafer, Gerste und Kartoffeln erlauben und dass im Winter viele Taglöhner zu Hause mit der Herstellung von Gebrauchsgegenständen ihr bescheidenes Einkommen aufbessern. Der Verdienst daraus ist meist sehr kärglich. Die Wege sind umso beschwerlicher und oft nicht passierbar. Daher einer seiner ersten Entschlüsse, der Bau einer neuen Straße zum Rhein. Ein Schulmädchen ist an Tuberkulose gestorben. Raiffeisen lässt es sich nicht nehmen, einen ganzen Tag in der Schule zu verbringen. Und dies veranlasst ihn, umgehend die Gemeindevorsteher einzuberufen. Unsere heutige Sitzung behandelt nur einen Punkt. Die Schule. Wie Lehrer Weyer berichtet hat, hätte die kleine Emily nicht sterben müssen. Sie ist jeden Tag weiter als eine Stunde hergekommen, oft nass in den Kleidern. Und hat sich in der feuchten und schimmligen Klasse die Erkältung und den Tod geholt. Nein, nein, so kann das nicht weitergehen. Die Mauern der Schule blühen durch die Feuchtigkeit immer wieder aus. Der ganze Kalk und Mörtel zersetzt sich und in den Bodenbrettern wuchert der Holzschwamm. Es gibt doch nur eine einzige Möglichkeit, unsere Kinder zu schützen. Bauen wir eine neue Schule. Aber wer bezahlt denn den Bau, Herr Bürgermeister? Nun, wir alle helfen zusammen. Die Bauern fuhrwerken Ziegel, Sand und Kalk, die Handwerker opfern Arbeitstage und ich selbst lege gern jeden Monat, bis das Schulhaus steht, einen Teil von meinem Geld dazu. So entlasten wir die Gemeindekasse. Bis tief in die Nächte hinein sitzt Raiffeisen im Amtshaus, um den Plan zu entwerfen. Der Schulbau beginnt fast über Nacht. Wenige Monate später steht das neue Schulhaus. Raiffeisen versteht es, die einzelnen Personen zu vereinigen, um ein gemeinnütziges Ziel zu erreichen. Kurz darauf hat Raiffeisen wieder Grund zum Feiern. Er fährt den Rhein hinab bis Remagen. Hier heiratet er Emilie Storck, die Tochter eines Apothekers. Sie ist 19 Jahre alt. 7 Kinder wird sie ihm schenken, 3 davon sterben bereits im Kindesalter. Ihre Liebe und Unterstützung braucht er sehr, um den unmenschlichen Zuständen begegnen zu können, womit er in seinem Amt als Bürgermeister laufend konfrontiert wird. Der Großteil der Bewohner seiner 22 Gemeinden besteht aus Bauern, Handwerkern und Tagelöhnern. Seit die preußische Reform mit dem Oktoberedikt von 1807 die Leibeigenschaft der Bauern aufgehoben hatte, sind sie ohne Vorbereitung auf sich selbst angewiesen. Wo sie jahrhundertelang den Warentausch praktiziert hatten und ihr Herr ihnen bisher viele Entscheidungen abgenommen hatte, finden die meisten sich in dieser neuen Situation nicht zurecht. Wenn sie jetzt ihre Steuern entrichten oder ihren Bedarf an Geräten und Kleidung decken wollen, müssen sie zuerst ihre eigenen Erzeugnisse in Geld umsetzen. Da es auf dem Land keine Banken gibt, um den bedürftigen Landleuten Kredit zu geben, bieten sich private Personen und Händler als Geldgeber an.
Sie verstehen es, bei Kauf- und Tauschgeschäften Provisionen von 200-300% zu kassieren. Unmittelbar nach Amtsantritt macht Raiffeisen sich bei den maßgeblichen Geldverleihern in seinem Verwaltungsbezirk unbeliebt. Er sagt ihnen unmissverständlich den Kampf an. Wie aber diesem Wucher beizukommen ist, weiß der junge Bürgermeister noch nicht, denn er sieht keine gesetzlichen Möglichkeiten. Im Jahre 1846 kommen neue Sorgen. Der andauernde Regen verhindert das Wachstum des Getreides. Selbst die Kartoffelernte bringt durch diese schlechten Wetterumstände nichts. Die Räder der Mühlen bleiben stehen. Das Getreide, das nass in die Scheune gebracht wurde, verschimmelt unter dem Dach. Die Hausfrauen streifen durch die Wälder, um Bucheckern und Eicheln als Nahrung sowie Holunderbeeren und Blätter der wilden Zichorie zu sammeln. Der Winter kommt. Tag und Nacht sieht Raiffeisen die bettelnden Kindergesichter vor sich, sodass er wie unter einem Alpdruck einen Bericht über die Notlage seiner Gemeinden an die vorgesetzten Ämter von Altenkirchen und Koblenz schreibt. Unter diesen Umständen müssen wir mit einem großen Mangel an Verpflegungsmitteln oder gar mit einer Hungersnot rechnen, die die Leute aus eigener Kraft nicht überwinden können. Auf diese Situation muss ich als Bürgermeister die Obrigkeit aufmerksam machen und sie bitten, Vorkehrungen zu treffen. Die Folge ist, dass die Regierung in Koblenz Raiffeisen 150 Scheffel Mehl aus den königlichen Magazinen für seine Gemeinden zuteilt, die er sofort abholt. Erst am nächsten Morgen nach seiner Rückkehr öffnet er vor den eingeladenen Amtsvorstehern das Begleitschreiben. Hiermit werden durch Erlass der königlichen Regierung dem Gemeindebezirk Weierbusch im Westerwald als einem besonderen Notstandsgebiet 150 Scheffel Mehl aus den königlichen Magazinen zugeteilt. Das Mehl möge sofort insgesamt an zahlungsfähige Leute gegen bar zur Verteilung gebracht. Was bitte? Und das Geld zusammen mit der Abrechnung erstens an den bisherigen Ort gegen ordnungsgemäße Quittung abgeführt werden. Erlassen am 31. Januar 1847. Habt ihr gut zugehört, meine Freunde? Nur an zahlungsfähige soll das Mehl verteilt werden. Und was ist mit den armen Leuten? Die keinen einzigen Silbergroschen mehr besitzen. Richtig. So wie die Durchführung befohlen worden ist, kann sie nicht im letzten Sinne der Regierung liegen. Eine Hilfe muss doch alle Betroffenen erfassen. Sonst verstößt sie gegen das Gebot der Gerechtigkeit. Wir denken doch bestimmt alle dasselbe. Eine solche Verteilung wäre ungerecht. Ich schlage daher einen anderen Plan vor. Wir gründen eine Armenkommission, in der jede Ortsgemeinde vertreten ist. Und die stellt eine Liste der armen Menschen auf, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen. Und an diese verteilen wir dann das Mehl auf Vorschuss. Die Rückzahlung soll dann innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfolgen. Und so geschieht es. Jeder bekommt seinen Teil. Und für eine Weile ist die Not gebannt. Raiffeisen muss aber beim Landrat Rechenschaft ablegen über seine eigenwillige Aktion. Wie ist denn nun die Stimmung in Weierbusch, Herr Bürgermeister? Im Augenblick ist den Leuten geholfen. Aber für wie lange? Hier ist mein Bericht, Herr Landrat.
alt sind Sie eigentlich, Herr Bürgermeister Raiffeisen? In wenigen Monaten 29 Jahre alt, Herr Landrat. Sehen Sie, ich bin fast doppelt so alt wie Sie. Es wäre mir aber nie eingefallen, eine Anordnung der Regierung willkürlich zu ändern. Verstehen Sie, was das für Sie bedeuten kann? Ja. Meine Entlassung aus dem Staatsdienst. Sie haben doch erst vor kurzem geheiratet. Ja. Sie hätten an Ihre Familie denken sollen, als Sie Ihre Stellung so mutwillig in Gefahr brachten. Ich handelte nicht mutwillig, Herr Landrat. Ich handelte nach meinem Gewissen. Was hätte ich denn den armen, hungernden Menschen sagen sollen? Sie hätten erst eine neue Weisung einholen müssen. Also ich werde Ihren Bericht vorläufig nicht nach Koblenz weitergeben. Ihr willkürliches Vorgehen könnte sonst tatsächlich für Ihre Stellung als Bürgermeister unangenehme Folgen haben. Natürlich sind Sie nun für die volle Bezahlung des Mehls verantwortlich. Ich danke Ihnen, Herr Landrat. Bleiben Sie noch einen Augenblick. Wir verstehen uns also. Sollten sich für die Gemeinde Weiherbusch irgendwelche Nachteile ergeben, so müsste ich noch nachträglich den ganzen Sachverhalt der königlichen Regierung in Koblenz vortragen. Schwer getadelt und ohne Hoffnung auf weitere Hilfe der Regierung kommt Raiffeisen von Altenkirchen zurück. Drohend steht ihm vor Augen, dass die Hungersnot noch weit über den Winter hinaus anhalten wird. Man muss einen Ausweg suchen. Nicht selten fand Raiffeisen auf seinen einsamen Spaziergängen die Lösung für seine Probleme. Plötzlich hat er wieder eine Idee. Da keine Hilfe mehr von außen zu erwarten ist, muss man sie aus eigener Kraft leisten. Und da keiner allein das schaffen kann, muss man es gemeinsam versuchen. Zu diesem Vorschlag beruft er die Armenkommission ein. Meine Freunde, ohne eure Hilfe wäre es nicht möglich gewesen, das Brotmehl der Regierung so schnell und so gerecht zu verteilen. Ich danke euch. Allein ist der einzelne Mensch nichts. Erst viele zusammen brachten die Kraft auf, etwas zu schaffen, was anfangs ganz unmöglich erschien. Aber ihr wisst, dass wir für die kommenden Monate noch etwas unternehmen müssen, um den Hunger ganz zu bannen. Erst die neue Ernte wird den Westerwald hoffentlich von der Not ganz befreien. Mit einer weiteren Hilfe der Regierung können wir leider nicht mehr rechnen, denn die Vorräte sind erschöpft, weil nicht nur bei uns die Not so groß ist. Es bleibt uns nichts weiter übrig. Wir müssen gemeinsam weiteres Brotmehl beschaffen. Leicht gesagt, aber niemand im weiten Deutschland wird uns Brotmehl auf Borg liefern. Nun, wir nehmen eine Anleihe auf und kaufen das Brotmehl. Eine Anleihe? Etwa bei dem Wucherer Birnbaum? Ich denke nicht an den Wucherer. Sondern jeder einzelne von euch möge an die Armenkommission so viele Taler verleihen, als er ohne große Not tun kann. Wir werden bestimmt noch andere wohlhabende Leute in den anderen Ortsgemeinden finden, die uns helfen werden. Und mit all diesem Geld können wir noch einmal Brotmehl kaufen und austeilen. Die Rückzahlung erfolgt dann nach der neuen Ernte. Und wer soll für die Rückzahlung bürgen? Die Bürgschaft ist das Fundament meines Planes. Es geht um das gegenseitige Vertrauen. Unsere notleidenden Mitbürger sind doch Bauern wie ihr oder Tagelöhner mit einem Stück Feld. Jeder wird seinen Besitz gerne als Bürgschaft einsetzen, wenn ihm nur heute im Augenblick der größten Not geholfen wird. Die Armenkommission verleiht das Geld und fordert es nach einem halben Jahr wieder ein, so dass ihr mit den Schuldnern nichts zu tun haben werdet. Die Rückzahlungsbeträge sollen auch nicht zu hoch sein, so dass sie bis zum Herbst leicht wieder abgeleistet werden können. Ich selbst will gern den Anfang machen und leihe mein Geld der Armenkommission. Ich weiß, dass ich es bis zum Herbst zurückerhalten werde. Das Unternehmen ist ganz neu. Denn es war einfach ungewohnt, dass die Menschen hier ihre Ersparnisse einer Kommission aushändigen sollten. Bald hat man 60 Teilnehmer zusammen, mehr als Raiffeisen zu träumen gewagt hatte. So kann er jetzt schnell seinen Plan verwirklichen.
Er weiß, dass Schiffe mit Getreide aus dem Niederdeutschen, aus Polen und Russland in den großen Rheinhäfen liegen. Mit dem Vorsteher von Hilgenroth fährt Raiffeisen nach Köln. Er bestellt 200 Scheffel Roggen und bezahlt bar. Nun kann die Mühle wieder drehen. Da der Bäckermeister von Altenkirchen aber nicht bereit ist, das Brot mit selbst gekauftem Mehl billiger abzugeben, baut Raiffeisen eine Backstube, die bis heute noch in Weiherbusch zu sehen ist. So ist es der armen Kommission, die jetzt ein Brotverein geworden ist, möglich, den Leuten billiges Brot anzubieten. Hinzu kommt, nach Abzug des Mehlpreises und Entlohnung des Bäckergehilfen, ist noch immer so viel Gewinn übrig, dass davon die Zinsen an die Anleihezeichner gezahlt werden können. Dieses Beispiel des Brotvereins Weiherbusch hat zur Folge, dass die Bäcker anderorts im Westerwald aus Furcht vor Nachahmung freiwillig die Brotpreise senken. Mit Beginn des Frühlings finden auch die armen Leute wieder Arbeit und Verdienst. Raiffeisen wundert sich, dass meistens nur die Hälfte oder ein Viertel vom Acker bearbeitet wird, bis er erfährt, dass ein Großteil in der Not auch ihr Saatgut verbraucht hat. Wie so oft auf einem Spaziergang kommt Raiffeisen nun die Idee, mit Genehmigung der Vorsteher einen Teil der Bäume des Gemeindewaldes zu veräußern, um mit dem Erlös Saatkartoffeln kaufen zu können. Wer kein Geld mehr besitzt, dem wird die Zahlung bis zur Ernte gegen angemessene Bürgschaft und Pfandrecht gestundet. Befördert zum Amtsbürgermeister von Flammersfeld, für seine Dienste gelobt, übersiedelt er im Revolutionsjahr 1848 in die neue Gemeinde. Moralisch gestärkt und etwas traurig nehmen er und seine Frau Abschied von Weiherbusch. Auch hier findet er Umstände vor, die bedrückend sind. Viele Höfe sind samt Vieh, Scheune und Gerätschaft an die Wucherer verpfändet. Ja oft, wie Bismarck es einmal sagte, vom Bett bis zur Ofengabel Eigentum der Geldverleiher. Raiffeisen hatte beobachtet, dass das ganze Unglück meist damit anfing, dass ein gerissener Viehhändler einen Bauern zu einem scheinbar günstigen Handel überredete. Er stellte ihm leihweise eine Kuh in den Stall. Als Pfand ließ er sich ein Rind vom Bestand des Bauern überschreiben. Er setzte Zinsen und Tilgungen für die nicht bezahlte Kuh in einer Höhe fest, die der Bauer nie erwirtschaften konnte. Ja, es ging sogar so weit, dass nach kurzer Zeit der Bauer selbst schon die Milch von der eigenen Kuh dem Händler bezahlen musste, der sich allmählich als unerbittlicher Gläubiger aufführte. Hier, im alten Bürgermeisterhaus, gründet Raiffeisen zusammen mit Pastor Müller den Flammersfelder Hilfsverein zur Unterstützung unbemittelter Landwirte. Dies ist die Keimzelle von der heute weltumspannenden Genossenschaftsidee. Statt Geld zu geben, wie in Weiherbusch, übernehmen wohlhabende Bürger gegenüber einer Kölner Privatbank mit ihrem Besitz die Haftung für das aufgenommene Darlehen. Damit kauft der Verein Vieh und überlässt es den Bauern gegen vertretbare Bedingungen. Zwei Jahre später hat diese Gemeinschaft schon 110 Stück Vieh angekauft. Damit zerbricht die Macht der Wucherer. Die Ausbeuter verlassen das Land. Raiffeisen freut sich am meisten, dass die Leute unter diesen Umständen viel mehr Selbstvertrauen und Unternehmungslust zeigen, dass sie jetzt doch wissen, dass ihre Sorgen und ihre Arbeit schließlich nicht ohne Eigennutz bleiben. Keiner kann in dieser Zeit dem Bürgermeister eine Vernachlässigung seiner übrigen Amtspflichten nachsagen. Inzwischen baut er die Straße von Flammersfeld nach Neuwied, ohne zu wissen, dass er schon 4 Jahre später den gleichen Weg gehen wird, um Bürgermeister in Hettesdorf zu werden. Raiffeisen ist 34 Jahre alt.
Und jetzt erwartet ihn ein noch größeres Aufgabengebiet, denn die große Gemeinde lebt nicht nur von der Landwirtschaft. Es gibt Handel, Handwerk und Gewerbe, aber auch Industriearbeiter, die im benachbarten Neuwied Beschäftigung finden. Hier wird Raiffeisen konfrontiert mit der Not der Arbeiter. Es gibt mehr Erwerbssuchende als offene Stellen. Die Folgen davon sind Hungerlöhne, die auch die Kinder zur Fabrikarbeit mit langen Arbeitszeiten zwingen. Viele verwahrloste oder elternlose Kinder streunen in der Gegend umher. Einbrüche und Diebstähle sind an der Tagesordnung. Auch bei vielen kleinen Handwerkern ist große Not durch Verschuldung entstanden. Diese sozialen Missstände bedrücken Raiffeisen. Aus Nächstenliebe gründet er mit Pfarrer Renkhoff einen Wohltätigkeitsverein mit dem Ziel, verwahrloste Kinder zu versorgen, Arbeitssuchende zu beschäftigen, entlassene Sträflinge zu betreuen und eine Volksbibliothek einzurichten. Mit den Jahren füllen sich Akten mit trockenen Protokollen, deren Aussagen jedes Mal einem verzweifelten Menschen das Tor in ein neues Leben geöffnet haben. Es wurde beschlossen, es wurde beantragt, es wurde verfügt. 8 Jahre lang, bis das Interesse der wohlhabenden Mitglieder schwindet. Raiffeisen muss feststellen, dass er hier den Wohltätigkeitsgedanken allzu sehr strapaziert hat. Er kommt zu der Erkenntnis, dass Hilfe ohne Gegenleistung der Beschenkten sich sogar als nachteilig erweist. Und deswegen baut er nun einen Verein der Selbsthilfe auf. Jeder Einzelne, der eine Hilfe will, muss bereit sein, auch allen anderen beizustehen, die in Not sind. Darum, einer für alle, alle für einen. Im Jahre 1862 bricht Typhus aus. Raiffeisen geht zusammen mit einer beherzten Lehrerin in die Häuser, um die eingesperrten Kranken zu versorgen und den Familien Lebensmittel zu bringen. Schließlich muss Raiffeisen selbst wegen Überarbeitung und Sorgen um seine herzkranke Frau mit einem schweren Nervenfieber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die älteste Tochter Amalie steht ihrem Vater in dieser schweren Zeit bei. Erst nach 3 Monaten kann er, selbst noch geschwächt, seine todkranke Frau in Remagen besuchen. Er wird sie nie mehr lebend wiedersehen. Die letzten Schicksalsschläge haben die Augenkrankheit bei Raiffeisen so verschlimmert, dass es ihm nun klar wird, dass er seinen Dienst nicht mehr versehen kann. Er bittet um seine Versetzung in den Ruhestand. Der Landrat aber ersucht ihn, im Amt zu bleiben und Heilung in einem Urlaub zu finden. Die Sorge um meine innig geliebte Frau steigert mein nervöses Leiden und droht mich ganz niederzudrücken. Es fällt mir sehr schwer, mich aufrechtzuhalten. Ich suche die Einsamkeit und leidet dennoch nicht weniger, wenn ich allein bin. Hier erreicht ihn die Nachricht vom Tode seiner 37-jährigen Frau. Ohne eitlen Stolz muss ich doch gestehen, dass es mir eine tiefe Freude ist, von so vielerorts interessierte Anfragen um Rat zu erhalten. Sehe ich doch darin, dass sich die Idee einer für alle, alle für einen, mehr und mehr ausbreitet und die Menschen von dem Gemeinwert überzeugt. Ich stehe Ihnen gerne für weitere Details und Rat zur Seite hochachtend. Die Arbeit war nun für Raiffeisen das beste Heilmittel. Nachdem er Darlehenskassen in Anhausen, Rengsdorf, Bohnefeld und Engers gegründet hat, errichtet er 1864 die Hettesdorfer Darlehenskasse,
in Form einer echten Kreditgenossenschaft. Aber trotz all der aufgebrachten Energie, seine Augen werden täglich schlechter. Und so muss er im Oktober 1865 definitiv sein Bürgermeisteramt aufgeben. Er ist erst 47 Jahre alt und seine kärgliche Pension reicht bei weitem nicht aus, um seine Familie mit 4 Kindern durchzubringen. Die älteste Tochter Amalie wird ihm bis zu seinem Tod in seinen schriftlichen Arbeiten Beistand leisten. Ohne ihre Hilfe wäre es für Raiffeisen unmöglich gewesen, andere Geschäfte zu führen, die er wegen des Unterhalts seiner Familie übernommen hat. Zuerst führte er eine kleine Zigarrenfabrik, später eine Weinhandlung. Hier entdeckt er wieder die Ausbeutung der Winzer. Er schlägt den weinbaubetreibenden Gemeinden vor, kollektive Anlagen für Kälterung und Vergärung des Weines zu schaffen und den Wein direkt in den Städten zu verkaufen. Er legt sogar die Statuten für die zukünftigen Winzergenossenschaften fest. Im Frühjahr 1866 erscheint sein Buch »Die Darlehenskassenvereine« als Mittel zur Abhilfe der Not der ländlichen Bevölkerung sowie der städtischen Handwerker und Arbeiter. Raiffeisens Werk ist wie ein neuer Frühling, der über die Gemeinden kommt. Die Geistlichen beider Konfessionen sind froh, einen Weg gefunden zu haben, um vielen Leuten in ihrer Existenznot helfen zu können. Sie stellen dem Darlehensverein einen Raum zur Verfügung. Viele Lehrer führen ehrenamtlich die Bücher. Der Landwirtschaftliche Verein für Rheinpreußen fördert die Entstehung von Darlehenskassen so sehr, dass innerhalb von 2 Jahren 75 neue Vereine entstehen. Von Kaiser Wilhelm I. bekommt Raiffeisen ein Lobschreiben. Wir sprechen dem Bürgermeister Raiffeisen für sein selbstloses und gemeinnütziges Wirken zur Hebung der Kreditnot der Bevölkerung die wärmste Anerkennung mit dem Wunsche aus, dass es den Bemühungen des Urhebers dieser Bewegung gelingen möge, diese Einrichtungen immer weiter auszubreiten. Aus allen deutschen Ländern empfängt er Abordnungen und ist froh, wenn er ihnen mit Rat und Tat helfen kann. Er geht auf Reisen und hält Vorträge, die immer wieder das gleiche Thema haben. Liebe Freunde, es gibt keine Zaubermittel wie Menschen, die in Not gekommen sind, ohne eigene Bemühungen wieder daraus befreit werden können. Aber einen Weg weiß ich, den ein jeder von euch gehen kann. Und wenn ihr in alle miteinander und füreinander geht, so erreicht ihr nämlich ein Ziel, die Befreiung aus der Not. Durch Gewährung von Darlehen an bedürftige und strebsame Bewohner eurer Gemeinde sollen diese in den Stand gesetzt werden, die Früchte ihrer Arbeit selber zu genießen und nicht mehr für den Wucherer zu arbeiten. Ihr bürgt doch immer mit eurem eigenen Hab und Gut. Ihr wart zuvor bereit, es dem Wucherer als Garantie zu geben. Würdet ihr etwa zögern, ein Gleiches für euch selber zu tun? Ich appelliere an das Vertrauen, das ihr in euch selber setzen könnt. Ihr werdet zu Unternehmern werden und gleichzeitig zu Verwaltern eurer eigenen Nöte, aber auch zu Verwaltern eurer eigenen Mittel, die durchaus beträchtlich sein können. Denn diese werden durch den Zusammenschluss vieler kleiner Kredite gebildet, die den gemeinsamen Kassen zugehen werden. Hessen, Westfalen, Baden, das Elsass und Bayern hören seine ermunternde Stimme. Und auch aus Österreich, der Schweiz, Frankreich, Belgien und Holland kommen Interessenten, die in den betreffenden Ländern seine Worte im Tag. Es war kurz vor Raiffeisens 70. Geburtstag, am 11. März 1888 gegen Mittag, als der Tod kam, friedlich wie ein Freund. Quelle anfing,
ist gewachsen zu einem breiten Strom. Name und Begriff Raiffeisen stehen noch immer für die dynamischen Kräfte der Selbsthilfe und des Gemeinsinns. Sie sind zum Vorbild für viele Länder in der Welt geworden.